Leute, das ist der Hammer. Natürlich, für die, die das noch nicht wissen, ich höre jeden Morgen Nachrichten der Mainstream-Medien. Ist ja logisch, sonst wissen wir ja nicht, was passiert. Und was hier passiert, finde ich, ist eine Ungeheuerlichkeit. Und zwar egal, wie sagte doch jemand, ein sehr guter Journalist, der bekennt sich zu keiner Sache oder der macht sich keine Sache zu eigen, sei es eine positive oder negative, ganz egal. So, und ich mache das jetzt ganz neutral, aber ich finde, es ist eine Sauerei. Und ich habe dieses Video mit der Überschrift versehen, nie wieder Hetze. Das wird auch unser Plakat sein. Nie wieder Hetze gegen niemanden. So, was ist passiert? Heute Morgen tönt es aus den Lautsprechern allerdings, ja, das kam dann nicht mehr oft, beziehungsweise ich habe mich dann sofort ans Internet gemacht und habe geguckt, ist das noch da? Ja, es ist noch da, aber es kann passieren, dass es jetzt einen, wie sagt man, Shitstorm heißt es mittlerweile, gibt, sodass die das vom Netz nehmen. Ich habe es aber erstmal gesichert und gespeichert. Und zwar, der Deutsche Journalistenverband sagte doch, und zwar deren Bundesvorsitzender, dass man die AfD nicht mehr einfach so als eine Partei von mehreren beschreiben sollte. Vielmehr müsse in der Berichterstattung kontinuierlich auf die extremistischen Absichten dieser Partei hingewiesen werden. Da geht es schon los. Welche extremistischen Absichten? Weiß ja immer keiner. Und es wurden ja Leute bei diesen Anti-Demo-Dingsbums da gefragt, und die wussten nicht mal, was, ja, was das für extremistische Ansichten sind. Die kannten nicht mal ein Beispiel, vom Parteiprogramm ganz abgesehen. So, und dann. Das muss, also dieses Hinweisen, dieses kontinuierliche Hinweisen, das muss so sein. Das muss wie ein unübersehbarer Warnhinweis wie auf Zigarettenschachteln in unseren Artikeln auftauchen. Naja, so, und warum ist das hier so wichtig? Einerseits fürs Plakat, andererseits, das wissen die gar nicht, die Schlafenden. Die wissen gar nicht, dass die pausenlos bombardiert werden. Ich habe mich jetzt wieder unterhalten mit etlichen Leuten und die wissen tatsächlich nichts, die sind so ahnungslos und wissen nichts und handeln dementsprechend dämlich. Ah nee, das wäre ungezogen, dämlich kommt von Dame, das machen wir mal lieber nicht. Die handeln einfach blöd, verblödet. So, na gut, und denen müssen wir das auch sagen. In diesem Fall mal ganz einfach, da müssen wir uns im Forum nochmal Gedanken machen. Ich hoffe, dass das Forum mal wieder auf die Beine kommt, weil das war zu lange tot und jetzt dauert es zu lange. So, und das. Dass das alles stimmt und dass ich das gesichert habe. Das habe ich heute Morgen so hinbekommen. Journalistenverband AfD Hinweise habe ich eingegeben und siehe da, gleich der Deutsche Journalistenverband selber hatte das gestern am 27. auf seiner Webseite veröffentlicht. Mal sehen, wenn es jetzt offiziell wird. Ich möchte jetzt gar nicht die Seiten nochmal aktualisieren. Nicht, dass das schwupp weg ist. Der Tagesspiegel hat es genauso gemacht und so weiter und so fort. Also es könnte noch da bleiben. Hier, Tagesspiegel, ne? Da ist es. Anlass seien die fortgeschrittenen Überlegungen im Bundesamt für Verfassungsschutz und so weiter und so fort. Ich lese das dann gleich nochmal direkt vor. So, und der Journalistenverband selber hier. Berichterstattung neu justieren. Der Deutsche Journalistenverband fordert die Medien dazu auf, ihre Berichterstattung über die sogenannte Alternative, sogenannte, ne, für Deutschland neu zu justieren. Anlass sind und so weiter und so fort. So, und das habe ich jetzt nochmal rauskopiert alles. Das sind diese Textstellen entsprechend. Hier 27.02.14.56 und dann Tagesspiegel nochmal. Und das Ganze, das lese ich jetzt nochmal vor. Anlass seien fortgeschrittenen Überlegungen im Bundesamt für Verfassungsschutz, die gesamte AfD als gesicherte extremistische Bestrebung einzustufen. So der Deutsche Journalistenverband, DJV. Wenn das zur offiziellen Position des Verfassungsschutzes wird, können wir Journalistinnen und Journalisten die AfD nicht mehr als eine Partei von mehreren beschreiben, schreibt DJV. Bundesvorsitzender Mika Beuster in einer Mitteilung. Vielmehr müsse in der Berichterstattung kontinuierlich auf die extremistischen Absichten dieser Partei hingewiesen werden. Das muss wie ein unübersehbarer Warnhinweis wie auf Zigarettenschachteln in unseren Artikeln auftauchen. Also bombardieren. So, und jetzt sage ich mir, ja, macht was. Leute, macht was. Lasst uns überlegen, einerseits Plakat, andererseits nochmal info-k.de. Vielleicht können wir da noch eine entsprechende Sache draus machen. Ich werde auf jeden Fall dieses Plakat bei info-k.de wieder veröffentlichen. Da gibt es immer zum Schluss noch einen Hinweis, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung findet man auch den Link zu info-k.
Und da werde ich dieses Plakat hochladen, nicht weil jemand zu dämlich ist für den Text, sondern um genau die richtigen Farben zu nehmen. Und ganz genau, bis aufs i-Tüpfelchen, bis aufs letzte Bit muss die Farbe stimmen, dann wirkt sie auch. Und da findet man das dann also wieder. So, das bis dahin. Draußen schreit mein Hund, der möchte wahrscheinlich rein. Das war's jetzt aber auch. Einen schönen Tag wünsche ich und bis zum nächsten Video. Macht was, Leute, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.